Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Industriegiganten 4.0. Ja, beim letzten Mal haben wir ja unsere kleine Produktion für Schuhe aufgebaut, weil Palma Beach will Schuhe. Und das haben wir ihm auch geliefert. Aktuell haben wir ein bisschen ein Problem, dass das Lager überfüllt ist, weil ich glaube, das hat immer noch relativ viel Späne auf Lager, ja. Kann ich hier was modifizieren? Leute, ich kann hier bestimmte Batches einfach entfernen. Das tut dem gleich gar nicht schlecht. Interesting. Machen wir das mal, weil dann wird das Lager ein bisschen leerer. Vor allem bereiten wir es auch fürs nächste Jahr vor, was? Erzeugungskosten mir wurscht. Wir haben solche Mengen hier auf Lager. Das reichen, wenn 300 hier auf Lager sind. Und wenn ich mal den Bedarf anschaue, aktuell 6000 Kleidung. Die übertreiben so heftig, ich sag's euch. 6000, wie hoch ist die Produktion hier? Ach, schon ausgelastet. Wir produzieren hier aktuell 4500 und hier drüben tun wir auch nochmal, wir machen 6000 Wolle aktuell. Die 6000 Wolle wird zu, wir können aktuell nur 3000 produzieren. Holy shit, kann ich irgendwie upgraden? Dass die mehr Felder kriegen oder so? Oder mehr Kapazität auf den Feldern? Weil ansonsten brauche ich so viel Fläche nur für ein Dorf. Das ist ein Dorf aktuell. Das ist ja komplett bescheuert. Also echt komplett. Wie schaut es hier mit der Produktion aus? Ja, hier mal Schuhe auf Lager, alles gut. Und die Schuhe liefern sie schön in die City, oder? Lager? Da sind schöne Schüchchen. Ne, das sind noch andere Sachen. Oder haben wir aktuell noch keinen Lieferanten dafür vielleicht offen? Nein, der liefert Gummi grundsätzlich. Holt jemand auch die Schuhe ab, oder? Oh. Ups. Jetzt werden Schuhe geliefert, hoffentlich, weil ich habe auch relativ viel LKWs nachbestellt. Von daher sollte das doch hoffentlich gut gehen, oder? Ja, da holen die ersten Schuhe ab. Super. Bedeutet, wir werden jetzt Schuhe en masse liefern können. Was ist das? Zonenstadtverbot. Zone stattverboten. Stadtgebiet. So, du machst auch schon 300.000 plus. Das ist super. Du machst 1 Million. Und du machst aktuell noch Minus. Warum das denn? Weil dein Lager leer ist. Wo bleibt denn deine Lieferung von Klamotten, mein Freund? Da kommt nichts rein. Warum kommt da nichts rein? Oh. Das ist ein Supermarkt. Oh shit, das war dumm. Klein. Ich wollte immer sagen, das schaut aus wie... Oh mein Gott. Nochmal 3, 5. Gut, und dann muss ich nochmal kurz die Klamotten... Ah, das war dumm. Das war sehr dumm. Machen wir 3-0. Machen wir 3-2 so. Und übernehmen. So. Dann sollte sich das hoffentlich gleich auflösen.
Warum bist du jetzt immer überfüllt? Hier sind Sachen, die können wir wegschmeißen. Tut mir das schlechte Zeug hier aus den Lagern, bitte. Sollte auch gut tun. So, jetzt solltest du dann aber hoffentlich deine passende Lieferung erhalten. Wie schaut's mit dir aus? Du hast jetzt, glaube ich, auch schon Schuhe auf Lager. Jawohl. Da sind die ersten Schuhe. Und auch keine Klamotten, leider. Die kommen, glaube ich, noch. Ich glaube, wir sind aktuell noch in der Production Phase, oder? Ja, das Lager ist halt der. Ja, mal 2000. Machen wir mit 2000. What? Ja, das wird ja zwei Linien haben, ist klar. Was? Können nicht einladen. Ach, weil ja nichts da ist. Heieieiei. Gut, Palm Beach, wie schaut's bei dir aktuell aus? Es wurden schon 5160 Schuhe. Die sind gierig, ich sag. Ja, diese Stadt ist slowly and steady. Also ich glaube, wir sind hier mittlerweile an so einem Limit. So ein bisschen. Ich würde gerne ein bisschen Export probieren. Kann ich nicht Kupfer und Eisenvorkommen irgendwie... Da habe ich Kohle, da habe ich Kupfer und da habe ich Eisen. So als Idee sozusagen, das alles wegzuliefern. Hier kann ich Verträge mit der Welt machen. Vertrag. Ich liefere einen Export und zwar, wenn wir sagen Metallwerkzeuge. Menge 1000, kriegen wir 700.000. Monate bis Lieferung. Aber wir können ja auch eine Endlosschleife machen. Oh, schau mal, jetzt haben wir von meinem 9 Millionen Quartalsbericht. Hoch. Das ist schon ordentlich. Darf ich mal kurz meine Quartale anschauen? 26 Millionen in einem Jahr. Gewinn davon war 11 Millionen. Lokaler Preis. Wenn ich Haushaltsgeräte mache, würden die die einfach kaufen? Weil die fallen ja nicht unter deren Bedarf, ne? Oder wie ist das? Jetzt wollen die Bretter. Jetzt wollen die meine Bretter haben, die ich für ihre Werkzeuge produziere. Jetzt sagen sie, ach komm, Bretter wären doch schön. Nö, oder? So ein paar Bretter. Vor allem nur irgendwie 60. Hallo? Aber das können wir ganz einfach lösen. Schauen. Wenn ihr das unbedingt wollt, Production. Wie viel habe ich denn auf Lager? 300, guck mal. Wir machen jetzt hier, die wollen 60, bedeutet wir rampen dich auf 3050. Gut, übernehmen. Dann halt 3040. Und dann gehen wir zu der holzspähenden Linie, wo ist er denn? Da. Und sagen, hey, Sägewerk, du nimmst mir jetzt bitte... Nein, so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen nur 70. Und beim mittleren Baumarkt tust du die bitte raus. Dankeschön. Dann kriegt der einmal pro Jahr 70 Holz. Ist das mein Problem? Nein!
Gut, wenn sie das unbedingt haben wollen, aber wir scheinen hier neue Höhen zu erreichen mit Palmer Beach langsam. Wie schaut eigentlich grundsätzlich die Versorgung aus? Konnte ich das nicht irgendwie so anschauen? Jetzt wollen sie 112. Hallo? Bin noch nicht so weit. Ich sollte erstmal die Nahrung anschauen, dass ich die hochkriege. Komme ich wieder aus der Ansicht raus? Dankeschön. Wir produzieren wie viel hier? 6000. Ich brauche erstmal eine Farm mit 3000 mehr, die ich da anliefern lassen kann. Wie schaut eigentlich deine Auslastung aus? Das ist jetzt so die nächste Frage. 47%, du bist bei 50%, du bist immer noch bei 112%. Bin mal teilweise beim Überlegen, ob wir jetzt ein Logistikzentrum machen, da alles reinschiffen und von dort aus alles in die Stadt. Das ist ja der pure Wahnsinn. Warum zur Hölle ist dieses eine Kleidungsgeschäft zu 200% ausgelastet, das am Außenbezirk sitzt, im Gegensatz zu dem, dass ich mitten in der Stadt... Okay, das ist auch bei 100%. Ich brauche einen weiteren Bekleidungsladen, glaube ich. Goddammit! Aber wir machen ja auch Millionen, also das ist... Auf der anderen Seite... Ja... I like money! I want to keep the money! So, du bist ein Bekleidungsgeschäft. Kann ich einmal ein Gebäude richtig bauen? Einfach nur einmal, weil ich wäre toll. So, irgendwie supi. Einmal ein richtiges Gebäude bauen. Einmal in diesem Spiel, bitte. Alles passt eh gut, weil der Laden ist eh überfüllt. So, warte mal, Nahrung. Welches warst du? Du warst der Lebensmittel. Warum bist du? Nee, warte mal, du bist unten hier, klein. Und dann tun wir dich raus und dann kriegst du die 1300. Und dann tun wir euch alle auf 2000 setzen. Entfernen. 7,5. Ja, dann sind wir circa ausgerechnet. Gut, dann kann der hier, der hat hoffentlich kein Lager mehr, oder? Doch, der hat noch ein bisschen Lager, aber jetzt ist es gleich leer. Komm, mach leer, kusch dich, weg damit. Weg, weg, weg. So. Und dann bauen wir einen neuen Kleinkessel. Modemittel. So, Mode ist ein bisschen aufdringlicher. Mode platziert sich hier so schön mittendrin. Gut, dann muss ich jetzt meine Mode laden. Wie viel beschäftige ich mich eigentlich damit, nur immer wieder die Linien anzupassen, weil ich neue Kleidungsläden baue oder sowas? Nicht 220.000. Und ich setze mal auf 1000. Ich gehe mal auf 1,9 hier. 8. So, dann sind wir ausgeglichen. Übernehmen. Dann brauchen wir meine Shoe Production. Wo sind meine Schuhe? Da sind meine Schuhe. Jetzt wollte ich auf 2, 1, 2. Das ergibt dann keinen Sinn. Wenn, dann muss der kleine Laden schon wirklich weniger halten. Warte mal, wir machen hier einfach
2000. So. Übernehmen. Gut. Nix. Da kriege ich langsam meinen Kopf nicht mehr drum, was hier passiert. Gut, 23% Auslastung, 26% Auslastung. Geht es jetzt vielleicht von dem Kleidungslager da unten langsam nach da oben? Der in der Mitte hat schon 77%. Der Baumarkt da oben hat 85, 34, 87. Also es verteilt sich schon. Wenn unser Quartal dementsprechend noch am Ende aussieht, bin ich happy. Ja, hierher, das sind schon. Ich glaube, Nahrung ist noch aktuell so ein Problem, weil wir relativ wenig Nahrung im Vergleich haben. Die Frage ist, welches Gebiet nutze ich jetzt dafür? Ich würde ja hier. Zwei Farmen, zwei Minen. Aha, also wenn es verschiedene Gebiete sind, darf ich hier mehr platzieren. No buildings allowed. Dann werde ich mal hier doch gleich noch eine Farm hinsetzen. Dann machen wir das gleich. Und rampen die ab. So. Produktion. Unverpacktes Gemüse. Gleich auf 3000 hochballern. Dann brauchen wir noch eine Straße, die dahin läuft. Und dann kann ich auch hinten noch an die Straße hier anschließen. Aber hier vorne dran an. Wollen wir eine Linie. Jetzt muss ich alle erwischen. Also erstes Mal geben wir dir unverpacktes Gemüse und zwar. Jetzt aber wir noch keine Auslage. Hier einmal. Hier einmal. Achso, 2000 drauf. Minus 1000. Minus 1000. Genau, minus 1000. Von Depot 1 übernehmen. Warum ist dein Lager zu erfüllt? Weil du 1000 Werkzeug auf Lager hast. Dann verteilen wir das vielleicht mal ein bisschen anders. 900. 200. 1100. Alles gut, alles gut. Also rein theoretisch müssen die Holzspäne ja wirklich jetzt verkauft werden auch, oder hier? Warum werden die Holzspäne hier nicht verkauft, die ich hier eingelagert habe? Aber weil es noch nicht Winter ist. Aber Werkzeug wird auch nicht so viel verkauft, wie ich jetzt erwartet hätte. Ne, ist jetzt Frühling, ne? Ist er dann? Zerlegtes Lager, meine Freunde, würde ich sagen. Ein bisschen das Geld, das Lager wieder frei, da freut sich das ganze System drüber. So. Jetzt sollten wir dann nahrungstechnisch eigentlich wieder dahin kommen, wo sie hin. Versorgung der Stadt 37% nur?
Schau mal, das ist sogar gesunken. Jetzt kommen sie auf unverpacktes Obst. What the actual fuck? Zum Glück habe ich eine neue Farm gebaut. Zum Glück habe ich eine neue Farm gebaut. Produktion. 5 Felder platzieren. Da darf ich nicht. Bedeutet, ich platziere euch hier. Und zwar unverpacktes Gemüse. Wir brauchen 1380, nehmen wir jetzt. Gut. Und dann nehmen wir die neue Linie, die wir gerade eröffnet haben. Unverpacktes Gemüse. Was ist das? 1380 oder das hatten wir hier drin, ne? Was the fuck? Minus. Das gibt jeder gleich viel. Gott. 1380 habe ich jetzt. Wie viel wollten die? 1450. Weißt was? Ich weiß, dass das sich gleich wieder anpasst. Von daher 1500. Hier übernehmen. Linie. 500. 500. 500. Genau. Übernehmen. Wenn sie es so wollen, meinetwegen. Guck mal, wir machen jetzt hier noch einen kleinen Anschluss, weil hier schon eine Straße so raussteht. Kann ich eigentlich auch Straßen upgraden? Ersetzen, ja, kann ich. Cool, bedeutet, ich kann so unsere Hauptrouten zu neuen großen Routen umsetzen. Weil I don't give a fuck. Kein Weg nach Tierzucht 1. Sicher. So. Jetzt haben wir hier große Doppelspurstraßen. Die sollten ja noch mal ein bisschen mehr Verkehr zulassen. Um die Stadt rum. Wer weiß das, wir tun die Stadtstraßen vielleicht auch upgraden. Geht das oder ist das da einfach zu eng schon drin? Jetzt muss ich hier warten, bis mir kurz hier die Strecke frei ist. Es ist halt so viel Verkehr auch immer, das darfst du nicht vergessen. Somit haben wir jetzt eine Hauptverkehrsroute durch die City durchgemacht. So, wie schaut's aus, Palmer Beach? Bist du jetzt zufrieden? Jetzt wollen sie schon 1700. Soll ich vielleicht gleich auf 2000, 2500 hochrufen? Oh, sie wollen schon 900 Bretter. Ja. Nö. Und 3500 mehr. 6000 Schuhe. Wie viel produzieren wir aktuell im Werkzeug? Produktion. Sind wir bei 2000? Wie viel wollen die? Hallo? Was geht denn jetzt ab?
ich habe gerade 2 Sekunden weggeschaut. Was ist dazugekommen? Sie wollen Metallwerkzeug haben und sie wollen jetzt auch noch Ding haben. Hier. Holzmöbel. Haben die denn jetzt einen Schaden? Hallo? Und Eier wollen sie auch noch. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine reine Lederproduktion hier stehen und ich komme nicht mit den Schuhen nach. Alter Verwalter, was ist denn das jetzt? Nö, wir wollen Eier, Junge. Eier wollen wir. Ganz, ganz viel Eier. Man muss ja auch sagen, ich bin finanziell echt gut dabei. Ich mache Millionen. Ich habe vielleicht doppelt so viel, wie ich am Start hatte. Aktuell habe ich eigentlich einen Kredit. Den ich zurückzahlen muss? Nee, oder? Habe ich einen Kredit? Darlehen. Angebot. Kann ich auch Geld ausgeben? Nee, da kann ich nur Geld aufnehmen. Ich kann bis zu 10 Millionen. Puh, 10 Millionen. Ich habe 100 Millionen. Ich hätte gedacht, ich kann vielleicht ein bisschen Geld leihen. Ich baue ein Quartalergebnis von 35 Millionen. Okay. Kriege ich vielleicht auch meinen großen Einkaufsladen? Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube auch, dass die Stadt nicht so happy ist, dass ich meine Straßen baue. Die hat sich bis hier oben erweitert und seitdem ist still. So, du verkaufst keine Eier, aber du verkaufst sonst relativ viel. So, okay. Palmer Beach. Ich muss nochmal gucken. Jetzt wollen sie 1000 Bretter. Hallo? Hör auf damit. Und am besten 20 Eier pro Monat. Jetzt sind es 1052. Alter, meine Baumärkte sind bald überfordert mit der Situation, ich sag's dir. Liebe Baumärkte, wie geht's euch? Ja, das hab ich... Der Modeladen. Holy shit. Oh, ich glaube, die Baumärkte da drin kann ich auch mal austauschen. Ich glaube, der lebt auch nicht mehr lange. So, wir machen jetzt mal erstmal eine kurze Konstruktionsphase und errichten neue Gebäude. Aber wo kriege ich denn jetzt wirklich, also original, wo kriege ich denn jetzt zum Beispiel sowas wie einen großen Einkaufsladen her? Baumarkt. Ich bräuchte einen großen Baumarkt. Ganz, ganz dringend. So. Das wird der neue Baumarkt. Und hier draußen eröffnet auch eine neue Schiene. Auch ein Baumarktmittel. Obwohl der zieht nach hier jetzt fürs Erste, so. So, jetzt darf ich alle Linien, die da irgendwie reinführen in die City, überarbeiten. Kein reserviertes Fahrzeug. Das ist ungut, du. Also, guck mal, wir tun alle kleinen mal kurz aus der Linie heraus. Dann die großen einfügen. Gut, wir brauchen 1200 aktuell. Gehen wir von davon aus 800. Bedeutet, wir gehen mal auf 275, also fuck, ich muss hier vorhin Minus schreiben, ansonsten wird das nicht gezählt. Oh, fast 60 vielleicht? 62.
So, machen wir es so. Und hier kommt 1200, das sind jeweils 400 pro Standort. Übernehmen. Somit werden die alten Baumärkte jetzt entlastet, entfernt und es kommt nur noch neues Zeug. Vor allem, weil wir sonst auch nichts zu tun haben, alter Verwalter. Ich will mir überlegen, ob ich von hier noch schnell nach da fahre, die Werkzeuge abholen und daraus eine Transportlinie mache, um halt die Belastung ein bisschen zu reduzieren. Und ich glaube sogar, dass das eine gute Idee ist. Obwohl, wir könnten ja. Nö. Liefern, abholen. Damit würde ich LKW sparen, glaube ich. Was ist, wenn ich wirklich sage, also, erstmal, das ist die neue Linie rein theoretisch. Wie geht's unserem Depot hier? Ich glaube, das ist mittlerweile Fahrzeuge depottechnisch überfüllt, ist schon fast. Kaufen. Ich kaufe 100 neue Fahrzeuge jetzt für die Strecke hier. LKW-Depot. Oh, neue LKWs. Her damit. Her damit, her damit, her damit. Egal, wie viel ich daran spare. Unterschreiben. Nutzt diese neuen LKWs. Jungs, das ist ja genial. Endlich neue Fahrzeuge. Gibt es ja noch neue Zugfahrzeuge? Neue Fahrzeuge. So, die Sache ist ja, ich muss ja eigentlich auch irgendwie schauen, dass die alten los wird, ne? Ach, guck mal, die können nur 160, aber die sind gleich um einige schneller. Das macht halt viel aus. Jetzt ist die Sache, wie kriege ich am besten die alten raus? Liebes Spiel, gibt's da einen Trick? Weil holy shit, habe ich viele neue Fahrzeuge gekauft. Und ich will eigentlich auch nur, dass sie die neuen verwenden. Kann ich einfach bestätigen? Nee, kann ich nicht. Schade. Das ist jetzt zum Beispiel das Problem. Ich kann die nicht instant rausschmeißen. Und jetzt überleg mal, jetzt habe ich 100 neue LKWs gekauft. Das sind ja allein schon Tonnen mehr, wie ich davor hatte, alter Verwalter. Wie viel sind das denn? Ich würde halt gerne irgendwie sagen, okay, alle alten rausschmeißen. Oder einen Vertrag machen, dass alle meine aktuellen LKWs gegen neue ausgetauscht werden. Und ich dann sozusagen einen Rabatt kriege. Sozusagen Flottenerneuerung oder sowas in der Art. Nehmt alle die neuen LKWs. Oh mein Gott, wie viel habe ich denn immer noch? Hört auf, geht weg. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich hoffe, ich habe bei keiner Route zugewiesen, was für ein Fahrzeug ihr fahren soll. Das ist ja eine Qual. Holy moly. Oh, ich glaube, ich lösche schon gerade die neuen. So, das sind jetzt nur noch neue. Gut. Und zwischendurch findest du halt immer noch die alten. Aha, ist das schlimm. Fahrzeugtyp. Das Problem ist, ich habe Tonnen von denen.
Ich habe es gar nicht geschafft, was die sonst noch haben. Depot. LKW-Depot. Der kann 200 Rad. Also ist im Grunde komplett gleich. Nur die Geschwindigkeit wurde halt ein bisschen erhöht. Bisschen. Okay. So, jetzt sind wir Modenar. Erneuert. Mensch. Ganz ehrlich, ich tue jetzt hier mal das Lager ein bisschen lernen. Das gibt's gar nicht, dass ich so überfüllt bin die ganze Zeit. Was ist das? Und einmal. So. Palmer Beach. Nehmt doch gleich mein komplettes Lager. Also wir brauchen 3800 Ding, die jetzt. 3800. Bedeutet, wir brauchen 3800 Holz alleine da. 3800. Plus die mit davon 1800. Machen wir 2000. 5800. 3,8? Nein. 3,8 plus 5800. Nur dafür. 5800. Ernsthaft? Kriege ich das überhaupt so hoch? 6000 ist das Limit. Dann muss hier noch eine Bretterproduktion rein, bitte. Die mir 600 produziert. Ansonsten laufe ich eng. Noch 6600 Holz jetzt natürlich auch. Vom Kollegen hier hinten. Die drehen komplett durch. Du machst mir 600 bitte fürs Erste. Übernehmen. Und jetzt muss ich natürlich die Linien anpassen, weil die Schienenlinie hier 6600 jetzt liefern muss. Du hier musst jetzt 3800 verfahren. Ich glaube, ich lasse die einzeln, das ist ja vollkommen übertrieben. 3800. Dich auf 1200 erhöhen. Ja, das passt schon. Übernehmen. Und dann muss ich natürlich noch weiter anpassen, weil wir jetzt hier ja den Bedarf von 2000 haben. Da bleiben wir jetzt bei 2000. Bedeutet, wir müssen jetzt hier hingehen. 2000. Nicht 20.000, sondern 2000. 700. 650. 60. 60. Mal so diesmal und übernehmen. Gut, dann erhöhen wir da jetzt wiederum die Produktion. Alter, schau dir jetzt an, was da an Fluss ist. Holy shit, Leute. Aber ich würde sagen, ich habe eh schon wieder vollkommen übertrieben mit der Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich irgendwann dieses Chaos unter Kontrolle kriegen, weil holy shit, gehen die ab. Weil schaut euch das an. Wir haben immer noch 36% und ich erwarte eigentlich dauernd, dass ich die irgendwie unter Kontrolle kriege. Die gehen vollkommen Mayhem. Was ist mit denen los? Die wollen schon... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.